Ein fucking 100. Eine bekannte deutsche Supermarktkette heißt... Ich glaube, es ist ein Programmierfehler tatsächlich. Aldi, die wollten die Frage eigentlich zu 1000 stecken Aldi, und haben aber eine 0 vergessen. HC, Tutti, und jetzt müssen wir das ausbauen. Natürlich 100 Mark. So, was halten Sie davon? War wie die 200-Mark-Frage nach dem österreichischen Dirigenten, den keiner kennt. Was ist kein Bestandteil eines Six-Möbels? Das ist auch geil, ja. A. Stuhlbein. Der hat halt zig Videospiele. Stuhllehne. C. Stuhlgang. D. Stuhlgang. Ah, oh, Stuhlgang. Noch bevor es kam, Wahnsinn. Hab verstanden. Hätte ich die Frage heute schon mal gehabt. Oder hieß der österreichische Dirigent so? So, ich glaube Heribert von Stuhlgang. Bingo, das sind 200 Mark. Ich glaube, der hieß Helmut von Karajan oder ja. Das hätte ich sogar gewusst. Wenn Sie diese Frage ja, wo warst du denn, als ich die Frage hatte? 300 Mark. Hast du mich im Stich gelassen? Ich fand das aber übrigens, da muss ich mich nochmal öffentlich bedanken, wenn Sie von dir, wo du mich sprechen? Wo du dich öffentlich A, bei mir bedankt Rettich, hast, da für diese eine B, Frage. Radaranlage. Wo du sagtest, irgendwie, wenn du im Chat bist, dann Radkappe. Bist du. Ach so, ja. Ich weiß gar nicht, was du gesagt hast, dass irgendwas nett ist. Bist du the man? Wer sagt's denn? 300 ja, irgendwas Mark. War das. Das weiß ich doch jetzt wirklich. Ja, also wenn ich zu einer Antwort eine Geschichte erzählen kann, dann mach ich. Wenn du halt drin vorkommst, kommst du Antwort auf diese Frage. Und wenn du halt drin vorkommst, dann habe ich halt Pech gehabt. Was ist eine auf einen Punkt ausgerichtete Jagdart auf Hasen? A. Pfannenwerfen. B. Topfschlagen. Genau. Jadard. C. Fritteusenfliegen. D. Kesseltreiben. Ja, Kesseltreiben, genau. Was ist eine auf einen Punkt ausgerichtete Jagdart auf Hasen? Topfschlagen. Wenn Sie die nächste Frage richtig das Volksfest immer relativ beliebt. Topfschlagen. Und hier ist die Frage. Hasenjagd. Welche technische Finesse ah, die Frage hatte ich mit Rick. Saison 2001 wieder erlaubt. Weiß ich. Und er wusste es damals und ich weiß es jetzt auch. C, und zwar ist es die Traktionskontrolle. Ja, die Traktionskontrolle. Ja. Wenn die Antwort richtig ist, warum haben Sie die verboten? 1000 Mark. Ah, keine Ahnung. Das habe ich nicht nachgeschaut. Ja, das gehört aber auch dazu zur Wahrheit. Grüße an Rick übrigens an dieser Stelle. Du bist der Man. Du bist der Man. Das, der Jüngste. Der Julius. Na, gratuliere, 1000 Mark haben Sie schon mal sicher. Und hier kommt auch schon die 2000 Mark Frage. Woher auch immer er das gewusst hat. Der Name welches TV-Senders bedeutet... Oh, jetzt Sprachfrage. Okay. Stimme. A. Onyx. B. Vox. C. Viva. D. Arte. Also ich hätte jetzt auf B getippt. Ja, Vox Populi, Stimme des Volkes. Ich wäre über Voice gegangen und den gleichen Wortstamm. Ja, aber ich gehe über Latein. Ohne Zweifel, ist ganz viel sicher. Konkreter. Wer hat denn Latein in der Schule? Ich habe sogar ein Latinum. Französisch Masters. Ja. 1000 Mark und 1000 Mark sind nach Adam Riese 2000 Mark. Glückwunsch. Kennst du nicht Vox of Germany? Genau. Ja, bei solchen Dingen kann man auch relativ oft über den Wortstamm gehen. Richtig. Na, wer sagt's denn? Das ist läuft halt doch großartig. Ein Sie stehen momentan bei 2000 Mark. Manchmal hilft mit dieser Frage bin können ich, Sie ja. Ihren Gewinn verdoppeln. Du eher weniger, aber. Welche ja, hier, Latein, ne? Zack. Lateinische Bezeichnung noch einer für dich. A. Knorpelfische. B. Lurche. C. Säugetiere. D. Vögel. Ja, gut. Es müsste D sein. Avion müsste französisch sein für Flugzeug. Mhm. Es gibt doch den Aviator, den Film. Also es ist D, ne? Bevor ich das einlogge. Ich würde sagen. D? Soll ich die Antwort annehmen? Und was kommt nach 2000 Mark? Da gibt es eine schöne Geschichte zu, 4000 die ich an dieser Stelle erzählen will. Wegen dem Wort Avion. Im Französischunterricht, das war glaube ich die 8. Klasse, es war so Adventszeit. Und um Französischwörter zu lernen, hat unsere Französischlehrerin so einen Adventskalender dabei gehabt mit Schokolade und auf jedem
Tässchen Schokolade, weil irgendwas drauf, irgendwas Bildmäßiges, keine Ahnung, Baum oder ein Flugzeug oder was weiß ich. Wie lautet eine Anrede Gottes? Und die Aufgabe war immer, also wurde halt aufgemacht am Anfang der Stunde und einer musste dann halt sagen, was das, was da gezeigt ist, auf Französisch ist. Und ich hatte den gleichen Kalender daheim und an dem Tag war ich dran und ich wusste, es war ein Flugzeug drin. Und dann habe ich eine andere Französischlehrerin gefragt, was denn Flugzeug auf Französisch heißt, vor der, also in der Pause vor der Stunde. Und dann habe ich es gewusst. Ah. Ah. Das war eine lange Geschichte, aber ich fand, das war eine gute Geschichte. Knallkopf, du. Ja, ja. Bonnie M. natürlich. Also wenn es nicht geht, es ist dann... Es geht um 8.000 Mark. Also in Ruhe nachdenken. Wenn Sie falsch antworten, fallen Sie auf 1.000 Mark zurück. Ist es aber? Ich glaube, es ist aber. Nee, Genesis war. Genesis ist das Buch Genesis. Ja. Ursprung. Warte, Genesis ist das erste Buch Mose. Ha, das weiß ich noch. Deuteronomium. Deuteronomium, aber ja. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Jetzt weiß das aber. Ja, das war bei der Aufnahme mit Nick. Da ging es auch darum, wie heißt es, 125.000 Euro, wie heißt das vierte Buch Mose? Hm. Oder, nee, wie, das, nee, doch, wie ist das fünfte, das war Deuteronomium. Genau. Und seitdem habe ich die Eselsbrücke, G-E-L-N-D, gelnt. Das erste ist Genesis, dann Exodus, Leviticum, Numerus, Deuteronomium. Genau. Jetzt weiß ich's. Ich lese dir auch gleich die Leviten. Du Leviticus. Ja, bei WWM lernt man halt auch was. Ja, natürlich. Es könnte aber sein, ja. Sagt er? Es geht um 8.000 Mark. Also nö, sagst du. Und sag ich, sagen wir beide. Wenn sie falsch antworten, fallen sie auf 1.000 Mark zurück. Wenn es jetzt Bonnie M. ist, ne, dann... Das ist auch nicht dein Ding. Also, es ist Antwort B. Das Ding ist, ich hab sicher? Ich würde mich ja als, bis zu einem gewissen Punkt bibelfest bezeichnen, aber das habe ich noch nicht gehört. Glückwunsch, Glückwunsch, Sie haben eben 8.000 Mark. Regelmäßige Kirchenbesuche mit meinem Vater, bis ich 16 war. Ah, ich war sogar mal am Messdiener. Ja, da kommen die Katholizisten hier. Sie spielen jetzt um 16.000 Mark. Alles, was ich von Ihnen will, ist die richtige Antwort auf die nächste Frage. Freikirchliche und evangelische Gemeinde. Wo die Protestanten auch noch Protestierer sind. Was nennen die Dänen Danneburg? Ja, genau. A. Deutschland. B. Dänische Flagge. C. Nationalgericht. D. Weihnachtsfest. Danneburg. Sprachfrage für dich. Du hast dazu nicht... Nee, du hast ein Video, wo du Norwegisch sprichst, ne? Mit Dingens. Mit Sunny. Genau. Kennst du die auch? Was? Oder kanntest du die vorher schon? Sunny? Nee, ich dachte an das Video mit, ach, wie heißt der? Get Germanized hier. Afuko. Ach genau, ja, das wurde, glaube ich, gestern oder so, nee, vorgestern. Lassen Sie sich Zeit. Sie haben wo wir ein Language-Battle Joker, haben, wer besser Norwegisch gesprochen Joker, den Telefon-Joker ja. Und hat aber jetzt allerdings nicht hiermit zu tun, denn hier geht's um Dänisch. Leider. Ich glaube nicht, dass die Dänen Norwegisch sprechen. Ich weiß es nicht genau, aber ich bezweifle das mal stark. Man munkelt hart. Und ich glaube, ich weiß es Danneburg nicht, ist das Nationale. Sie haben noch alle drei Joker. Den 50-50-Joker, den Telefon-Joker. Wie sicher und glaubst du? Sie können noch das Publikum befragen. Mit meinem Glauben ist es nicht weit her, mein Sohn. Geht es auch in Prozent, oder? Mach mal 50-50. Kannst du was ausschließen? Deutschland und Weihnachtsfest glaube ich eigentlich nicht. B oder D. Sie haben noch alle drei Joker. Den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und Sie können noch das Publikum befragen. Hallo, sieht da 50-50? Wenn du sagst, wie nehmen, dann nehme ich ihn. Ja, nimm mal. Muss nur. Nimm ihn richtig hart. So, dänische Flagge ist irgendwie so das 50-50-Joker. Die offensichtliche gut. Falle. Wozu würdest du denn tendieren? Also zwei falsche Antworten. Aber welche der beiden Nationalgericht macht schon Sinn, aber ich habe halt keine... Kein Fundament dafür. Oh, 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 okay. Antwort es war A nicht C. Oder das B. ist wackelig. Und ich habe einen YouTube-Kommentar bekommen, das ist wichtig. Die dänische Flagge ist so naheliegend, aber... Dänische Flagge, würde ich fast sagen. Ja. Deswegen ist Deutschland...
man kennt. Ah, ich sollte den Ton ausmachen. Also in vielen anderen Sprachen, man weiß ja, wie die Deutschland bezeichnen, und ich habe Daneburg halt noch nie gehört für Deutschland. Ja. Denken Sie in aller aber auch Ruhe nicht, nach. Sie können immer noch einen Freund anrufen oder das Scheiße. Publikum befragen. Ich auch nicht. Aber Daneburg glaube ich nicht. Aber es könnte auch Antwort A sein, oder? So. Schauen wir, was hat Nick geschrieben. Aha. Wären Sie mit 8.000 Mark gegangen, hätten Sie jetzt keine 16.000. Was, das war jetzt 16.000? Ich dachte, das war 32.000. So. Aber ich schreibe von irgendeinem Augustin-Spruch, der nie im Leben 200 D-Mark wert war. Ich kenne leider die Folge nicht. Wenn Sie jetzt aufhören, gehen Sie mit 16.000 Mark wieder den nächsten Sprung trotzdem schaffen, sollten Sie sich die nächste Frage noch wenigstens ansehen. Es geht super um sage und schreibe 32.000 Mark. Ein würdiger Abschluss. Ja. In welchem Staat würde die legendäre Königin von Saba heute residieren? Die legendäre A, wer? B. Indien. Wer? C. Jemen. D. Ägypten. Königin von Saba. Irgendwie so ein bisschen wie so eine Star Wars-Gegend irgendwie. Prinzessin Saba, ja. Jabba, Jabba. Also Indien würde ich ausschließen. Also ich nehme an, es ging um irgendeine alte Königin aus dem Jahr 600 oder so. Du würdest. Was weiß ich. Echt? Würdest du Indien ausschließen? Ja. Weil Indien an sich ja schon ein sehr alter Sie Staat immer noch ja. jemanden anrufen, wie Ägypten oder das eigentlich befragen. Auch. Libyen und Jemen sind ja relativ neu. Mhm. Jetzt haben wir leider den 50-50 nicht mehr. Wir können ja Claudia anrufen. Ah, ja. Oder Paul. Wilhelm? Ja, dann sag, es ist ganz sicher Libyen. Weißt du, was auch geil wäre? Wenn wir mal so einen Live-Telefon-Joker einbauen, dass wir jetzt einfach live irgendwie Rick anrufen und dann einspielen, was der sagt. Denken Sie in aller Ruhe nach. Sie können immer noch einen Freund anrufen. Also kritisch, ob er das weiß. Oh, Rick weiß das bestimmt. Ja, sicher. Beschäftigt sich den ganzen Tag mit nichts anderem als da Geografie und sowas. Ach komm, wir rufen mal an. Also telefonischen Rat einholen. Gut, rufen wir an und hören wir uns mal die Expertenmeinung an. Ich meine, das Erste, woran ich... Danach bringt es sowieso nichts mehr, also es ist total egal. Ja, eben. Das Erste, woran ich halt wirklich gedacht hätte, wäre sogar Indien gewesen. Warum? Einfach, weil Saba klingt indisch oder was? Nö, ich hatte da irgendwie Saba. Also einfach Gefühl nur so. Gefühl. Hallo? Ich habe halt viel Gefühl. Guten Abend, Michaela. Willkommen bei Wer wird Millionär? Oh, hallo. Mit Ihrer Hilfe könnte Ihr Freund hier 32.000 Mark gewinnen. Ja, dann bin ich mal gespannt auf die Frage. Tja, Michaela, jetzt sind Sie dran. Michaela, in welchem Staat jetzt bist du die dann. Legendäre Königin ist von ganz Saba sicher und residieren? A. Libyen, B. Indien, C. Jemen, D. Ägypten. Und Saba. Zeit läuft. Hat nicht die Königin von Saba König Salomo besucht? Das muss im heutigen Jemen liegen. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Das war's. Danke, Michaela. Dieser letzte Satz. Schönen ja, Abend da noch. Bin ich mir ziemlich sicher. Der macht Sie mich wieder so unattraktiv. Michaela ist für Antwort C. Entscheiden Sie sich jetzt. Aber, Jemen. Mit der Begründung, Königin von Saba hatte irgendwie mit König Salomo zu tun. Und was hat König Salomo mit Jemen zu tun? Jerusalem müsste sein, es müsste im heutigen Jemen liegen. Echt? Nee. Ich glaube. Jerusalem liegt doch immer noch in Israel. Also, versuchen Sie Ihr Glück, Israel. Es kann gar nichts passieren. Es kann sein. Ich habe. Also, König Salomo hätte ich jetzt mit Jerusalem aus. Ich hätte jetzt Salomon mit Jemen nicht in Verbindung gebracht, aber. Ich hätte jetzt auch Saba mit Salomon nicht in Verbindung gebracht. Keine Ahnung. Also, A oder C, das war ja meine Tendenz. Ja, sonst mach Jemen. Probieren wir es. Ja. Man sieht, sie hat sich sie relativ sich sicher angehört. Wenn, wenn sie sich ganz sicher ist, aber dann. Telefonjoker, don't lie. Na, da wird sich Ihr Banker aber freuen. Sie haben eben 32.000 Da wird sich Ihr Banker aber freuen. Yes! Königin von Saba. Zack.
Eine biblische Gestalt, 10. Jahrhundert vor Christus. Eine Reise zum Hof König Salomos in Jerusalem. Also die Assoziation war so, richtig. 32.000 Mark haben aber Sie Jerusalem schon mal liegt natürlich nicht in dem. Ist eigentlich Salomo oder Salomon? Sehen wir uns die nächste Frage an. Wenn Sie falsch antworten, fallen Sie wenigstens weich. Was ist der ein und derselbe? Man also kann ihn so oder so. Salomo. Hier ich weiß kommt nicht, ob Salomon die 64.000 Mark Frage. König zwei Samuel. Berühmte unzertrennliche also Kölner Sie, Original Sie waren im heutigen Jemen. Ja. A. Tünnes und Schell. B, immerhin war Salome, Fritz, Salomo Jerusalem C, richtig. Jan und Mariechen, das ist doch auch was, D, Nippes und Pippes. Du bist näher dran an Köln als ich. Ja, das ist richtig. Nippes ist halt ich hätte, so. Ich hätte A gesagt, Tünnes und Schell. Aber ich könnte was falsch assoziieren. Ja, Tünnes. Warum die Eile? Ruhe, Ruhe. Sie können übrigens immer noch das Publikum. Ehrlich gesagt, befragen. Könnte ich mir sogar C vorstellen. Das Funke-Mariechen ist ja so das Tanzding irgendwie für Kölner Karneval. Ich glaube, wir sollten das Publikum befragen. Ganz wie Sie wollen, fragen wir das Publikum. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Also, welche Antwort ist richtig? A, B, C oder D? Das gibt's nicht. Ah, hätte ich's mal genommen. Ich würde sagen, das ist eindeutig. Also, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Was glauben Sie? Tünnes und Schell. Also Sie, wenn ich wer ist das? Warum kenne ich das? Kein zurück mehr. Sie können Ihre Meinung aber noch ändern, wollen Sie? Vertell mir mal, wer das ist. Bleiben Sie bei 32.000 Mark hängen? Nein, denn die Antwort ist richtig. Yes. Herzlichen Glückwunsch zu 64.000 Mark. Oh. Ich muss entschuldigen. Danke, mir geht's auch gut. Wer war denn jetzt? Wenn Sie jetzt aufhören, zwei legendäre Figuren aus dem hennischen Puppentheater der Stadt Köln. Ah, ja. Tja, aber wenn Sie weiterspielen, also daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Was mich immer ein bisschen stutzig macht mittlerweile ist, wenn irgendwas als legendär Million beschrieben wird, das kenne ich ja meistens nicht. Hier ist die nächste Frage. Vor allem nicht bei diesem Spiel. Das legendäre, der legendäre Fußballtrainer, der legendäre Tennisspieler, bla. Welche beiden Begriffe stehen für ein Land und seinen Staatspräsidenten? A. Zimbabwe und Mugabe, B. Tansania und Arab Moi, C. Kenia und Mobutu, D. Liberia und Ayadema. Das ist schon sehr krass, ehrlich gesagt. Ich hätte aber A getippt. Mugabe ist, glaube ich, Zimbabwe gewesen. Gewesen? Mobutu in Kenia. Ja. Denken Sie in Ruhe nach. Es geht um 125.000 Mark. Ich kann halt nur mit Mugabe was anfangen gerade. Mhm. Was bei so hohen Fragen vor allem immer sehr gefährlich ist. Wen willst du fragen? Also es müsste ja 2001 gewesen sein. Hm. War Mugabe 2001 in Zimbabwe? War der Staatspräsident? Glaube. Aber glaubst du genug, um es zu nehmen? Scheint mir wieder am einleuchtendsten, muss ich sagen. C lacht mich auch so ein bisschen an, aber... Ich kenne B und D halt nicht, ist so... Arab Moi sagt mir jetzt nichts.
Ja, Dema, Liberia. Sauber A. Nehmen wir's oder steigen wir aus? Denken Sie in Ruhe nach. Achso, wir können auch aussteigen. 25.000 Mark. Ja, aussteigen ist ja lame. Bei wie viel stehen wir jetzt? 64.000 haben wir. Hm. Das ist Frage 12 für 125.000 D-Mark. Hm. Tja. Ich würde fast A nehmen wollen. Ich weiß es nicht. Willst du es riskieren? Denken Sie in Ruhe. Das haben mich schon so viele Leute es in meinem geht Leben um 125.000 Mark. Aber willst du es jetzt riskieren? Tja. Was würdest du denn sagen? Also wenn ich alleine spielen würde, würde ich jetzt aussteigen. Ich glaube, ich würde es nehmen. Nimm's. Sie wollen wirklich Antwort A? Ganz sicher? Wag es. Na gut. Ich meine, ich hätte das... Also ich meine, Sie hätten ja auch bei 64.000 aufhören können. Zum Glück haben Sie es nicht getan. Herzlichen Glückwunsch zu 125.000. Yes! Nice. Manchmal muss man aber was riskieren dafür. Ja. Spielen wir weiter? Oder nehmen Sie die 125.000 Mark mit nach Hause? Dankeschön. Mal ehrlich, sind 250.000 Mark nicht verlockend? Jetzt machen wir den Rest noch für dich und dann... Keine leichte Entscheidung. Wenn Sie falsch antworten, kostet Sie der Spaß. Es fehlt übrigens noch die reine Physikfrage in dieser ganzen Aufnahme. Ich sag's ja nur. Ja, es kam noch gar keine, ne? Schon ein bisschen... Das ist doch keine Physikfrage. Scheiße. Orinoco-Flow. A. Arapaho. B. Yanomami. C. Seminolen. D. Metis. Tja, jetzt geht's ab. Ich habe keinen dieser Begriffe jemals gehört. Ich glaube, das erste leitet ein bisschen fehl mit Apachen. Ja, genau. Ja, Nomami? Nee, kenne ich nicht. Ich meine, B hätte ich schon mal gehört. Ja, oh, nicht hetzen. Lassen Sie sich Zeit. Viertelmillion ein bisschen. Kosten. Ja, eigentlich muss ich das ja entscheiden. Du hast mir die ja vermacht schon. Stimmt wohl. Das war taktisch unklug. Ja, also wir steigen aus. Würde ich sagen. Also ich gehe schon mal ein. Orinoco. Möchten Sie wirklich nicht weiter? Und dann sind wir gleich schlauer. Weil das Spiel sagt einem ja immer nicht, was richtig war. Nee? Nee. Was ist denn für Säcke? Glückwunsch, Sie waren ein fantastischer Kandidat. Und jetzt so, sind Orinoco, Sie stolze 125.000 Mark reicher. Also Respekt. Vielleicht haben Sie in der nächsten Ausgabe von Wer wird Millionär noch mehr Glück. Orinoco Indianer, schauen wir mal. Warao war, glaube ich, keine der möglichen Antworten. Nee. Aber Warao scheint richtig zu sein. Hießen die früher mal anders? Im Orinoco-Delta. Orinoco-Flow. Das ist übrigens ein schönes Lied von Enya, Orinoco Flow. Flusssystem Orinoco. Dem Flüsse, ja, was? Sail away, sail away. Wo steht die Antwort? Sail away, sail away, sail away. Ah, das ist wie so eine Frage, die hätte ich mit Google, selbst mit Google, nicht rausgefunden. Das ist doch wieder zum Kotzen. Weißt du noch eine der Antworten? Dann könnte ich nach Orinoco und halt diese, und die entsprechende Antwort
suche. Metis oder wie die hießen? Japonami oder so. Mit Y, Japo, irgendwas. Okay, ich blende einfach im Nachhinein die Antwort ein, weil ich... Wenn du sie findest. Jetzt nicht. So, und damit haben sich Tokalave auf Platz 3 gespielt mit 125.000 D-Mark. Ja, nice. Ein guter Abschluss. Wir haben es immer zu 250.000 D-Mark-Frage geschafft, also meine Prophezeiung war halb richtig. Ja, wenn wir das mal und alles das addieren, was wir gewonnen haben bisher, dann sind wir auch... In der Aufnahme, ja. Der Anfang war sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, also die Aufnahme mit Rick, da also die 500.000, das ist natürlich... Da sind wir heute selbst in der Summe nicht rangekommen, glaube ich. Hast du es schon hochgeladen mit Rick alles? Ja, natürlich. Na, muss ich mir erstmal angucken. Ein paar Wochen alt wieder. Aber das kenne ich noch gar nicht. Ja, dann gib's dir und ich gebe mir jetzt die Kugel, weil dieses Spiel nervt mich. Ja. Aber ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich dabei sein durfte. Ja, ich bedanke mich, dass du dabei warst. Ja, und ich biete mich sehr gerne wieder an, falls du nochmal wen irgendwann dabei haben möchtest bei sowas. Bin ich sehr gerne wieder am Start. Dann war das mit 3,5 Stunden die längste werden wir in der Aufnahme bisher. Boah. Die Zeit verging schnell. Ja. Das kann man sagen. Richtig. Also, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal mit irgendeinem neuen Gast. Und danke an Dave nochmal. Ja. Finales Schlusswort. Danke an dich. Und tschüss. Tschüss.